DietPy hat seinen Dezember-Release in Version 7.9 vorgestellt. Ich möchte euch im Folgenden die wichtigsten Neuerungen und Änderungen zusammenfassen und zeige euch, wie ihr die aktuellste Version bekommt. Und damit herzlich willkommen zu ULAPS, deinem Kanal rund um Raspberry Pi, Linux und andere Themen. Beginnen wir mit den Neuerungen. Neu ist, dass im DietPy Dashboard nun ein Passwortschutz vorhanden ist. Hier sind wir auf der Doku-Liste von DietPy Dashboard. Das soll eine leichtgewichtige Weboberfläche für den DietPy sein. Das war bereits als Beta-Version zum Testen verfügbar, allerdings hat ein Passwortschutz gefehlt. Der ist angesichts des Funktionsumfangs in meinen Augen aber dringend notwendig, wie wir gleich sehen werden. In DietPy 7.9 wurde dies nachgeliefert. Man kann das Dashboard entweder über DietPy Software installieren. Hier hat man wie immer zwei Möglichkeiten, einmal die Suche oder aber Browse, also in den Kategorien, die durchstöbern. Hier können wir jetzt mit Search einfach Dashboard eingeben und dann sehen wir hier ID Nummer 200. Das DietPy Dashboard ist nach wie vor in der Beta und sollte daher eben, wie im Hinweis der Doku eben schon zu entnehmen, nicht auf sensiblen Produktivsystemen installiert werden. Hier kann man das jetzt anhaken mit der Leertaste und mit OK das Ganze installieren. Nun hier unten auf Install, dann sagt er uns hier, wir installieren das DietPy Dashboard und können jetzt hier mit OK beginnen. Bevor der loslegt, fragt er uns, ob wir hier die Stable oder Nightly möchten. Stable ist die stabile Version, bei Nightly bekommt man immer die neuesten Funktionen zum Ausprobieren. Ich würde hier im Zweifel Stable nehmen. Nach Abschluss der Installation können wir in den Browser wechseln und geben hier nun HTTP, euer Hostname vom Pi, bei mir ist das der Standard, also DietPy ein und der Port vom Dashboard. Hier ist es nun so, ursprünglich lag der auf 8088, aber der wurde mittlerweile in dem 7.9 Release auf 5252 geändert, denn die InfluxDB, die nutzt ebenfalls 8088, daher kann es hier zu einem Konflikt kommen, wenn man das beides verwendet. Bei mir hat das entgegen der Doku nicht so ganz gepasst. Ich habe von 7.8 geupdatet und habe ihn trotzdem auf 8088, wie ihr hier sehen könnt. Im Zweifel einfach durchprobieren. Wenn 8088 nicht funktioniert, dann 5252. Ansonsten kann man hier auch einmal mit systemctl status den Dienst DietPy Dashboard anschauen, denn der schreibt uns hier auch in das Infolog, dass der Server läuft und hier ist der Port jetzt 8088. Wie angekündigt, muss man sich hier jetzt einmal mit seinem DietPy Passwort anmelden, dass man das Ganze hier nutzen kann. Und wir sehen jetzt hier grundlegende Infos zum System, Prozessorauslastung, wie stark der RAM ausgelastet ist, die Platten, wie voll die sind und hier kann man jetzt einiges machen, eine Prozessübersicht, die Dienste, Software installieren, man hat ein komplettes Terminal, einen Dateibrowser, also hier kann man relativ vieles machen. Wenn euch das im Detail interessiert, dann schreibt es gerne ins Forum oder in die Kommentare, dann werde ich da einen eigenen Beitrag dazu machen und das mal ausführlicher vorstellen. Bei der integrierten Sicherung, also DietPy Backup, da kann man nun festlegen, wie viele Sicherungen sie aufbewahren soll. Und zwar gibt es jetzt einen neuen Punkt Amount. Der steht ab Werk auf 1. Wenn wir das jetzt hier erhöhen, zum Beispiel auf 5, dann wird er 5 Sicherungen aufbewahren und automatisch rotieren. Das bedeutet, beim Erreichen von diesem Grenzwert wird das älteste Backup verwendet, um inkrementelle Sicherungen durchzuführen. Das soll die Last auf den Datenträgern reduzieren. Inkrementell bedeutet, es wird nur das hinzugefügt, was sich geändert hat. Daten, die nicht angefasst wurden, also keine Änderung, die bleiben auf dem alten Stand und müssen daher nicht erneut kopiert werden. Darüber hinaus lassen sich Sicherungen nun außerhalb von /mount aufbewahren, solange dort Symlinks und Unix-Berechtigungen möglich sind. Außerdem hat man einen Fehler beim Sichern und Wiederherstellen behoben. Wenn man einen Nicht-Standardpfad verwendet hat, hier war das Sichern und Wiederherstellen nicht möglich, das wurde gefixt. Wer auf dem DietPy den Apache als Webserver nutzt und dazu PHP installiert, was ja eine gängige Kombination ist, der bekommt bei Neuinstallationen ab sofort PHP FPM. Das ist ein Prozessmanager, der PHP vom Webserver entkoppelt und Pools für neue Anfragen bereithält. Von Apache wird er auch unterstützt. Im Gegenzug bei dem eigenen Mod PHP, also dem PHP-Modul vom Apache, wird jeweils ein eigener PHP-Prozess für jede Anfrage erstellt. Kurz gesagt,
PHP FPM ist schneller und ressourcenschonender. Wenn euch das genauer interessiert, gerne einen Kommentar oder einen Beitrag ins Forum, dann mache ich auch dazu einen ausführlicheren Beitrag. Ansonsten gibt es beim Apache Detailverbesserungen, es wird nun ein einzelner Prozess mit mehreren Threads gestartet, statt mehrerer Prozesse. Die Standardkonfiguration befindet sich nun in einer eigenen Datei, statt in der Apache 2.conf, also der Standarddatei vom Webserver. Diese wird nun nicht mehr verändert. Ihr habt es vielleicht eben schon gesehen, bei DietPy Software, da gibt es keinen Eintrag mehr für Fileserver. Hier gab es bisher eine eigene Gruppe dafür. Der Grund dafür, es wurden Probleme festgestellt, wenn mehrere verschiedene Dateiserver parallel liefen. Daher musste man einen bereits existierenden Dateiserver erst deinstallieren, bevor man einen neuen installiert. Beispielsweise den bereits laufenden Samba löschen, bevor man einen FTP-Server installieren kann. Dies soll bei DietPy nun nicht mehr der Fall sein. Es ist nicht ganz nachvollziehbar für mich, warum es da Konflikte gibt, wenn das doch verschiedene Ports sind, verschiedene Applikationen, die sich da jetzt nicht wirklich in die Quere kommen. Da ist mir in der Richtung jetzt nichts bekannt. Eventuell gibt es da bei DietPy irgendwelche speziellen Probleme in deren Konfiguration. Jedenfalls ist dieser Eintrag hier nicht mehr vorhanden. Wenn man entsprechende Dienste für Dateiserver installieren möchte, der macht das ganz gewohnt entweder über Browse. Hier kann man dann die einzelnen Gruppen hier entsprechend durchscrollen und das gewünschte Programm hier mit einer Leertaste oder mit dem Drücken der Leertaste anhaken oder aber eben über die Suche, wenn man hier zum Beispiel Samba eingibt, dann findet man hier jeweils einen Client und den Server, den man hier auf Wunsch installieren kann. Wenn ihr noch Debian 9 Stretch verwendet, dann solltet ihr aufpassen, denn diese Version ist bei DietPy nun als veraltet markiert. In der nächsten DietPy Version 8.0, die wird für den Januar 2022 erwartet, wird es nicht mehr unterstützt. Derzeit befindet es sich durch die LTS-Pflege noch in LTS-Unterstützung durch die Community bis Juni 2022 und bekommt bis zu diesem Datum, das ist der 30.06.2022, noch die wichtigsten Sicherheitsupdates. Dennoch sind die Pakete eben deutlich veraltet und das ist ein Grund, warum DietPy hier dazu rät, dass man auf eine neue Version aktualisieren soll. Am besten auf die aktuellste 11 Bullseye, die bekommt auch am längsten Updates. Welche Version ihr derzeit nutzt, könnt ihr mit einem Cat auf etc/release herausfinden und hier seht ihr, da haben wir jetzt schon ein aktuelles 11 Bullseye, also hier ist kein Upgrade notwendig. Wenn ihr DietPy schon auf einem Raspberry Pi installiert habt, in einer älteren Version, dann könnt ihr euch einfach mal per SSH darauf verbinden. Das habe ich hier jetzt gemacht und wir sehen direkt im Willkommensbanner, dass auf meinem Pi die 782 installiert ist, aber hier ist ein Update verfügbar. Welches sehen wir hier weiter unten bei DietPy Update? Der sagt mir, ich soll das hier ausführen, dann kann er mich nämlich von 78.2 auf 79.3 aktualisieren. Und genau das wollen wir jetzt mal machen, also sudo dietpy-update und jetzt sehen wir hier nochmal, welche Version habe ich. Ich habe die 782, 793 ist die neueste, die verfügbar ist. Jetzt kann ich mich hier einmal ein Changelog anzeigen lassen. Das ist ganz hilfreich, wenn man meine Videos nicht guckt zumindest, denn dann hat man hier eben eine Übersicht, was da alles drin ist. Das kann aber auch im Detail sinnvoll sein, wenn da zum Beispiel irgendwelche Bugfixes drin sind, von denen ihr vielleicht betroffen seid, dann macht es Sinn, hier mal genauer reinzugucken. Ansonsten ein Backup machen, das kann auch nie schaden. Ansonsten können wir hier jetzt eben das Update starten, drücken hier einmal Enter. Der warnt uns jetzt hier davor, dass falls wir eigenmächtig da irgendwas am System verändert haben, dass das eventuell bei einem Update Probleme machen kann, weil die ja doch ein ganzes Paket an Skripten und an automatisch installierter Software mitbringen. Ist hier jetzt kein Problem. Wenn ihr da geschraubt habt, dann müsst ihr da eben ein bisschen vorsichtig sein und dann legt er hier los. Der zieht sich die Updates, installiert die und anschließend haben wir gleich unser 7.9. Und nun ist unser Update fertig. Der startet hier alle Dienste neu, weil natürlich es hier sein kann, dass da Abhängigkeiten zum Beispiel aktualisiert wurden oder auch die Dienste selber. An dieser Stelle kann es jetzt Sinn machen, dass wir einmal den kompletten Pi mit sudo reboot neu starten und dann ist unser Update hier auch schon abgeschlossen. Nach dem Neustart meldet sich der Pi dann auch hier mit DietPy 7.9.3 und wir können ab sofort die Vorzüge dieser Version nutzen.
Neben neuen Funktionen haben auch einige Fehlerkorrekturen, also die Bugfixe hier, ihren Weg in die Version 7.9 gefunden. Das sind hier wieder verschiedene Tools und Programme, wo es unter bestimmten Umständen zu Fehlern kommt. Da hat man ein paar Dinge behoben, das kann man hier in der Changelog sehen. Da gibt es auch noch ein Thema, das hier aktuell offen ist, wo noch dran gearbeitet wird. Das kann für einzelne von euch, die da jetzt bestimmte spezifische Probleme haben, eventuell hilfreich sein. Wie immer findet ihr alle Links in dem Portalartikel von ULabs, der wird in der Beschreibung verlinkt. Soweit zur Version 7.9. Ein kleineres Update, aber mit doch einigen sinnvollen Funktionen in meinen Augen. Nun seid ihr gefragt, schreibt uns gerne ins Forum oder in die Kommentare, was ihr von Version 7.9 haltet, ob ihr vielleicht schon aktualisiert habt. Und damit wünsche ich euch wie immer viel Erfolg bei euren Projekten. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal.